So, heute zu Gast beim Niederrhein Musikfestival Podcast die aus Israel stammende Mezzosopranistin Shai Terry. Sie wird beim Konzert Ein Siegel aus Rubin am Sonntag, 9. Juni 2024, den Gesangspart übernehmen. Sie studierte zuerst Gesang in Tel Aviv und später an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Nicht nur das klassische Opernrepertoire liegt ihr am Herzen, auch die Musik ihrer Heimat begleitet sie musikalisch seit ihrer Kindheit. Und genau mit diesem Repertoire könnt ihr sie beim Niederrhein Musikfestival erleben. Herzlich willkommen zu Artists Around the World, dem Podcast des Niederrhein Musikfestivals. Im Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern des Festivals nähern wir uns ihren unterschiedlichen Kulturräumen und bekommen spannende Einblicke in ihr kreatives Schaffen. Mit diesem Podcast möchten wir Ihnen den Menschen hinter dem Künstler näher bringen. Mein Name ist Annette Mayburg. Ich bin die künstlerische Leiterin des Niederrhein Musikfestivals und wünsche Ihnen nun viel Freude mit dieser neuen Podcast-Episode. Liebe Shai, schön, dich hier beim Podcast vorstellen zu dürfen. Ich freue mich sehr über unsere Bekanntschaft und unsere musikalischen Pläne. Ich habe dich jetzt schon im Vorfeld des Konzerts als wunderbare und sehr sympathische Kollegin kennengelernt. Du warst ja schon mal in Düsseldorf und hast mich besucht. Das war sehr, sehr schön mit deiner kleinen Tochter. Und ich freue mich nun sehr auf unser Zusammentreffen im Juni mit allen Künstlern des Projekts. Das wird bestimmt sehr spannend. Hallo. Hallo, liebe Annette. Danke. Danke vielen, vielmals für diese schöne Begrüßung. Ja, ich freue mich auch ganz sehr auf unserem Projekt und dass wir jetzt auch diese Podcast zusammen machen. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dich zu besuchen bei dir zu Hause. Ja, also alles ist wirklich prima. Ich bin auch ganz, ganz gespannt auf unsere Zusammenarbeiten. Sehr schön. Es wäre toll, wenn du unserem Publikum kurz berichten könntest, wie dein bisheriges künstlerisches Leben als Sängerin verlaufen ist. Ja, das ist ganz, ganz schön eigentlich für mich, immer das zu erzählen, weil für mich mein Gesang hat mich eigentlich mein ganzes Leben begleitet. Ich singe seit Ewigkeit, also seit immer, würde ich sagen, so erzählen auch meine Eltern, dass ich gesungen habe, noch bevor ich sprechen konnte. Und das finde ich immer so ganz, ganz süß, als sie das erzählen haben. Und ja, offiziell habe ich angefangen, Gesangsunterrichten zu nehmen, als ich 13 war. Das war in der Haria, in der Konservatorium. Und nachher habe ich auch Abitur in Musik abgeschlossen, also absolviert. Und dort habe ich meine ehemalige Gesangslehrerin kennengelernt, die Annette Frati. Und ja, nachher musste ich zum Militär. Das ist doch klar, das ist in Israel 2 Jahre Pflicht für Frauen. Und ich habe mich zu dem Militärorchester beworben. Und da hatte ich richtig viel, viel Glück gehabt und Erfolg und große Ehre für mich, weil ich diesen Platz bekommen habe. Und das ist nur eine Frau im Jahr und in meinem Jahr war das ich. Und das war ganz, ganz schön Besonderes für mich, diese Stelle zu bekommen, mit 18 die größten Zeremonien Israels zu machen, dabei zu sein, dort zu singen. Das ist wirklich große, große Sache. Hm. Und so währenddessen meinem Dienst habe ich einfach so verstanden, dass ich das richtig professionell machen möchte. Und nachher habe ich meinen Bachelor angefangen und auch 4 Jahre später auch absolviert in Tel Aviv Universität, in Buchmann Mehta School of Music. Und nachher bin ich nach Deutschland umgezogen. Hier habe ich in Mainz studiert, an Johannes Gutenberg Universität. Dort habe ich mein Master- und Konzertexamenstudium abgeschlossen. Hochschule für Musik Mainz mit meiner Gesangsprofessorin, Professor Claudia Eder. Und ja, seitdem bin ich hier, 5 Jahren schon, und singe hier in Deutschland. Ja. Toll.
Also ich glaube, es könnte interessant sein zu wissen, gibt es da Unterschiede im System, Studium in Tel Aviv und jetzt hier in Deutschland? Kannst du dazu was sagen? Ja, auf jeden Fall. Also erstmal würde ich sagen, die Sprache. Und für mich alle erste Sprache, die ich lernen musste, ja natürlich Deutsch, das ist gar keine Frage. Aber auch die ganze musikalische Sprache, also wie sind die Noten überhaupt auf Deutsch? Wir lernen ja Solfège in Israel, das ist für uns Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ja. Und hier musste ich mir erstmal wissen, was ist Dis und Cis und Es. Und das war für mich eine komplette neue Sprache. Und was ist Achtel, Viertel, Takt, Wechsel, so, so. Das war für mich am Anfang eine Herausforderung. Aber würde ich sagen, ansonsten vom System her, da gibt es nicht so einen großen Unterschied. Also man lernt auch die Theorie natürlich und die Musikgeschichte. Aber hier, wie gesagt, habe ich nur Master studiert. Ich weiß nicht, vielleicht im Bachelor ist was anderes gewesen, aber... genau. Ja, bei uns Musikern ist ja immer das Hauptfach, also der Hauptfachlehrer ganz entscheidend, ne, fürs Studium. Ja. Das ist ja das Besondere eigentlich am Musikstudium, dass man mit einer Person eben ganz intensiv arbeitet während des Studiums. Und das ist ja bei anderen Studiengängen ja gar nicht so, dass man im Hörsaal mit vielen Menschen und vorne stellt jemand was vor. Aber bei uns ist es eben so diese 1-zu-1-Situation. Ne? Das muss gut passen. Ne? Auf jeden Fall, genau. Und so habe ich eigentlich meine Gesangslehrerin kennengelernt, also die jetzige, die Professor Claudia Eder. Und das war eigentlich in Jerusalem. Wir haben uns tatsächlich in Israel kennengelernt, auf einem Masterkurs in Jerusalem, direkt nach meinem Bachelor. Und ich wollte unbedingt auch Masterstudium in Deutschland studieren. Das wollte ich schon. Das war irgendwie für mich so ein Plan oder ein kleiner Zieltraum. Warum? Warum? Ja, weil meine Großeltern eigentlich fast 20 Jahre lang hier in Frankfurt gelebt haben. Mhm. Und ich zusammen mit meinen beiden Schwestern sind immer jahrelang hier und her geflogen und haben sie oft besucht. Und einfach hier die Stimmung und das Leben hier habe ich sehr, sehr, sehr gemocht. Und das war immer so ein kleiner Traum, vielleicht irgendwann mal in Deutschland zu leben. Und dann mein Weg hat mich tatsächlich nach Deutschland geführt, vor allem Mainz, das war sofort um die Ecke, ja, ich war seit ewig in Frankfurt nur gewesen und ja, genau, und dann, wie du gesagt hast, das ist dieser Einzelunterricht, diese persönliche Beziehung und dort, als ich die Professor Eder kennengelernt habe, das war sofort so eine gute Verbindung. Dann dachte ich mir so, das ist ja wunderbar. Ich habe jetzt eine neue Lehrerin kennengelernt. Sie unterrichtet in Mainz, wo ich studieren möchte. Und dann auch dazu eventuell kam auch ein wunderbares Angebot, die sie mir erzählt hatte. Und zwar hier in Mainz gibt es ein ganz, ganz, ganz besonderes und spezifisches Stipendium für jüdische Frauen, jüdische israelische Opernsängerinnen, um in Mainz Master zu studieren. Also mehr spezifisch könnte es eigentlich gar nicht sein. Und das Klasse. Ist dann an die Eisler-Lehmann-Stiftung. Und dann, das war einfach 1+1, eine wunderbare Einladung nach Mainz zu kommen. Und da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich so machen konnte. Mensch, das klingt ja toll. So, es ging ja wie am Schnürchen sozusagen. Ne? Also du hast diesen Kurs gemacht, du wusstest, mit dieser Person kann ich gut arbeiten und dann kommt das Stipendium dazu. Dann sollte das auf jeden Fall so sein. Genau, wie eine Einladung bestellt, wie ein Schicksal, sage ich ja oft. Genau. Und das ist schön, einfach schön. In welcher Sprache singst du eigentlich am liebsten? Ah, das ist eine sehr gute Frage. Also ich mag generell Sprachen. Also immer habe ich das sehr, sehr gemocht, in verschiedenen Sprachen zu singen, auch mit dem Aussprache mich so zu experimentieren. Aber natürlich auf die hebräische Sprache. Ja, das ist ja meine Muttersprache. Und da singe ich am liebsten, weil erstmal, das ist immer die Sprache, dass ich ja
immer gesprochen habe, aber das ist auch die Sprache, die ich immer zusammen mit meiner Familie immer gesungen habe. Mhm. Die Musik war immer bei uns zu Hause und mit meinen Eltern, meinen Schwestern haben wir immer, immer zu Hause gesungen. Meine Eltern haben uns immer israelische Lieder beigebracht und vorgesungen und ja, deshalb, das ist auch immer so verbunden mit Heimatsgefühl und ja, Sehnsucht und einfach zu Hause. Ja, toll. Und damit werden wir dich ja auch dann beim Konzert hören, worauf ich mich schon sehr freue. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Genau. Aber natürlich mag ich auch sehr auf Deutsch zu singen. Da habe ich mich auch langsam beschäftigt mit Liedern und das mag ich auch sehr. Also, ja. Ja, du sprichst auch sehr gut Deutsch übrigens, also wirklich sehr gut. Ja. Danke sehr. Ja. Ja, es ist ganz anders, ob man jetzt Französisch singt oder Deutsch. Ich weiß für die Stimme, ne, für das, wo die Stimme sitzt und so, das ist halt sehr unterschiedlich. Ich denke mal, die Muttersprache hat da sehr großen Einfluss, welche Sprachen ich später dann auch für mich gut adaptieren kann, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke für Sänger, es ist irgendwie einfacher, mit der Aussprache das zu imitieren. Also von der musikalischen so Klänge und so. Und das so auch verschiedene Sprachen lernen zu können. Mhm. Das lernen wir auch während des Studiums. Also beziehungsweise ich kann auch jetzt auf Französisch singen und das lesen und einfach richtig von Aussprache aussprechen, obwohl ich nicht Französisch sprechen kann. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Also ich werde natürlich alles übersetzen und weiß Bescheid, worüber singe ich. Ja. Aber so phonetisch, dass die Aussprache stimmt, das ist auch sehr, sehr wichtig. Das stimmt. Ja, toll. Gibt es denn eine Opernrolle, die du besonders gerne singst? Eine Lieblingsrolle? Hast du eine? Ja, auf jeden Fall. Mein Lieblings- und mein Traum ist auf jeden Fall Carmen. Für mich als Mezzosopranistin, das ist ja der Hauptpartie für Mezzo, das ist da gar keine Frage. Ja. Und ja, Habanera singe ich überall, seit Ewigkeiten und seit immer. Und ja, also diese komplette Partie zu singen auf die Bühne, das ist ja auf jeden Fall ein Traum. Ich habe es zwar in der kleineren Besetzung, in der kleineren Form, La Tragédie de Carmen habe ich in der Nationaltheater Belgrad gesungen, im Festival, und das war auch ganz, ganz Besonderes. Aber ja, also irgendwann hoffe ich, dass ich die komplette Partie von Carmen auf der großen Bühne auch singen darf. Genau, ich wollte dich nämlich auch fragen, was so dein schönstes Highlight für die Zukunft wäre, also wo du sagst, das wäre so ein musikalisches Highlight von mir. Ist das oder hast du einen bestimmten Saal, wo du unbedingt mal singen möchtest, mit einer besonderen Akustik oder? Ja, weiß ich nicht unbedingt, ob besonderer Saal oder so, aber ja, diese Partie, also zu singen, das ist ja auf jeden Fall so ein Traum. Das würde ich so sagen. Einfach so lassen. Ja, da soll das mal klappen. Ne? Ja. Dann drücken wir mal ganz fest die Daumen, dass das klappt. Danke. Ja, beim Niederrhein Musikfestival, beim Konzert am 9. Juni in der Langen Foundation in Neuss, singst du Lieder aus deiner Heimat. Was verbindet dich mit dieser Musik und mit diesen Liedern? Ja, also wie ich schon gesagt habe, da viele Lieder haben wir auch ja zu Hause gelernt, also bei meiner Familie, bei meinen Eltern. Und auch, ja, zum Beispiel, wir singen Jerusalem shel Zahav, Jerusalem aus Gold. Und das ist ein Lied, das ich wirklich, seit ich klein bin, in verschiedene Anlässe gesungen habe. Und das ist immer mit unterschiedlichen Besetzungen, in verschiedene Veranstaltungen. Und das hat immer so neue Bedeutung für mich bekommen. Mhm. Und das ist auch, ja, diese Sehnsucht nach Jerusalem, das bringt für mich immer so ein Heimatgefühl und vor allem auch hier, also viele kennen diese Lieder, das wusste ich gar nicht, das gibt es auch Übersetzung auf Deutsch und viele kommen zu mir auch nach dem Konzert und sagen, ja, wir singen das im Chor auf Deutsch und das finde ich auch immer so total, total schön.
Welchen Raum nimmt dieses Repertoire für dich ein, so insgesamt gesehen? Ja, du bist ausgebildete Opernsängerin, aber du singst auch gerne die Lieder deiner Heimat. Wünschst du dir für die Zukunft auch, dass beides sich weiterentwickelt? Ja, auf jeden Fall. Das macht für mich große, große Freude, auch diese beide vom Repertoire singen zu können und das ist weiter auch hier zu machen. Und ja, das finde ich total schön, auch in verschiedenen Veranstaltungen das weiter zu machen und das zum Publikum zu zeigen. Ja, es ist Besonderes für mich. Toll. Für mich ist das immer so eine Überraschung, wenn ich Künstler aus anderen Ländern frage, welche Musik gibt es denn bei euch? Und da ist direkt so ein Leuchten in den Augen und es geht so ein großes Fenster auf und man erfährt so unheimlich viel, was man noch gar nicht weiß hier durch das Studium, was wir hier erleben. Das bleibt ja außen vor, sage ich mal. Und ich freue mich immer so, weil da so ein Enthusiasmus und so eine Begeisterung dabei ist und das steckt uns natürlich an, uns deutsche Musiker auch. Und für uns ist das auch so eine große Bereicherung, dann einfach die Musik anderer Länder durch euch, durch die Künstler selbst dann kennenzulernen. Und ja, es wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt und auch dann die Elemente, die wir zusammenfügen beim Programm mit der Lesung, mit der Musik im Wechsel. Vielleicht untermalen wir auch den anderen, ein oder anderen Text musikalisch, müssen wir mal in der Probe schauen. Das ist ja alles sozusagen Work in Process. Und ich bin gespannt auf Lena Gorelik, die wirklich eine ganz tolle Autorin ist, wie ich finde, die so einfühlsam ihre Geschichte erzählt, ihr Leben, was sie von Russland nach Deutschland geführt hat. Und ja, ich freue mich total. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Interview, Shai, und dafür, dass du dabei bist und von Anfang an so total positiv und freundlich uns entgegentrittst. Und ja, bin sehr gespannt auf die Proben und auf das Konzert. Und ich sage mal, bis dahin wünsche ich dir alles Gute, dir und deiner Familie, deiner kleinen Tochter, und sage auf Wiedersehen und wir sehen uns im Juni. Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen lieben Dank für diesen Interview und ich freue mich auch sehr. Ich bin sicher, dass es ganz, ganz toll sein wird und auch gut ankommen wird und ich freue mich. Danke. Dankeschön. Shalom und auf Wiedersehen.